Was geht, Leute? Willkommen zurück hier bei Lords Mobile und willkommen zurück hier auf dem Kanal App Gaming. Und im Hintergrund seht ihr auch schon, worum es heute gehen wird. Und zwar habe ich mir mal überlegt, ich spiele das Spiel jetzt seit mittlerweile 10 Monaten. Ich habe letzten Jahres im April, Mitte oder Ende April angefangen, dieses Spiel zu spielen und habe seitdem schon einiges an Ausrüstung geschmiedet. Manche sinnvoll, manche nicht. Natürlich meisten nur Free-to-Play wirklich. Und wenige davon sind mit Pay-Sachen, also ich habe ja kein Geld investiert, aber man kann ja solche Pay-Ausrüstungen kriegen, indem man durch Gilden-Event Kisten bekommt von den einzelnen Monstern oder durch, wenn man Höllen-Events abschließt, kriegt man auch Kisten durch einzelne Monstern und deswegen ein paar Sachen habe ich schon, die man eigentlich nur kriegt, wenn man Geld investiert. In den 10 Monaten kriegt man natürlich auch ein oder zwei seltene Ausrüstungsteile. Ich habe sogar das Glück gehabt, dass ich ein paar mehr habe, das werde ich am Ende des Videos mal zeigen. Von ein paar Monstern, was ich da so alles an seltenen Ausrüstungsteilen bekommen habe. Ich weiß natürlich nicht, wie sehr euch das jetzt interessiert, meine ganzen Ausrüstungen und ob die sinnvoll sind oder nicht, was ich dazu sage. Deswegen mache ich heute mal erstmal einen ersten Teil davon. Heute schauen wir uns meine Helme, meine Rüstung und meine Beine an. Und dann, wie gesagt, ein paar seltene Ausrüstungsteile von Monstern. Warum ich das mache, ist folgender Grund. Und zwar sind ja diese Dunkelnester seit dem letzten Update auf den Karten und da kann man wirklich einfach mit seinen Ausrüstungen mal so ein bisschen rumspielen und mal so ein bisschen ausprobieren, was man am besten durch was boosten kann, ob man jetzt besser Trefferpunkte boostet oder Armeeangriff und all solche Dinge, kann man so viele Sachen ausprobieren, ob man jetzt sich mehr auf eine Truppe konzentriert oder auf alle drei, man kann so krass mit seinen Truppen sammeln und so weiter ausprobieren. Und deswegen würde ich mal so ein Video machen, was ich so bis jetzt in den 10 Monaten geschmiedet habe, was die einzelnen Sachen so boosten. Ich werde natürlich nicht detailliert darauf eingehen, denn dafür, wenn ich jetzt detailliert auf jeden einzelnen Helm eingehe, was man mit dem machen könnte und so weiter und so fort, oder an welches Set der gut passen würde, mit was man den gut kombinieren kann, da kann man Stunden drüber reden. Aber ich werde euch natürlich kurz zeigen, warum ich den geschmiedet habe und was der boostet. Also das jetzt, wir fangen jetzt mal mit dem Berserker-Helm hier an. Der boostet Infanterieangriff. Die anderen Sachen sind eigentlich fast uninteressant, außer Armeeverteidigung. Die kann man auch wirklich gut gebrauchen, aber diese Fallenangriff 10% ist eigentlich vollkommen uninteressant. Hier war einfach der Hauptaugenmerk, dass man den sehr einfach schmieden kann und dass er 5% Infanterieangriff gibt. Das ist einfach für mein Infanterieangriffsset, wenn ich mal wirklich nur mit Infanterie angreife. So, als zweites haben wir jetzt hier den blutbefleckten Helm. Man sieht schon, für was der ist. Ist einfach perfekt für Kavallerie. Wirklich einfach perfekt. Und auch sehr einfach zu schmieden. Ich schaue mal jetzt gleich eben, welches Monster man dafür killen muss. Ich glaube, das war Gargantua Set. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Doch ist es. Also dieses Gargantua Monster müsst ihr dafür killen und dann kriegt ihr dafür die Teile. Und ist wirklich einfach, den zu schmieden. Ich habe ihn jetzt schon mittlerweile auf Blau. Und ich habe jetzt nicht wirklich viele Gargantua-Monster getötet oder so. Und ihr seht, ich habe auch trotzdem noch schon einige andere Sachen hier von dem zusammengespart. Das heißt, auf Lila werde ich den auf jeden Fall kriegen, wenn mal wieder dieses Gargantua-Monster kriegt. Und die Boosts sind einfach ein Traum für einen Free-to-Play-Spieler. Also wenn jemand nur mit Kavallerie angreift, ist der einfach perfekt, dieser Helm. Gut perfekter Helm, kann ich wirklich jedem empfehlen. Als nächstes haben wir dann hier natürlich... Gleich werden wir uns den Nozeros-Helm angucken oder die Nozeros-Maske. Da ist eine kleine Geschichte zu. Und zwar, viele von euch sind erst neu im Spiel und die kennen das gar nicht. Das Nozeros, das gibt es erst seit 3 Monaten oder so. Also die ersten 7 Monate, wo ich gespielt habe, gab es das gar nicht. Und da gab es dann auch wirklich Free-to-Play keinen Helm, der Bautempo geboostet hat. Deswegen war ich so froh, als IGG dieses Nozeros geupdatet hat, denn seitdem gibt es diese Maske hier und seitdem kann man Free-to-Play ganz einfach einen Helm schmieden, der auch Bautempo boostet und deswegen perfekt in das Bautempo-Ausrüstungsset passt. 6% sind das hier, auf Gold sind es sogar 10%, das ist schon richtig heftig. Und auch die anderen Sachen sind gar nicht mal so unnütz. Reisetempo, Ressourcen, Sammeltempo, Armeekapazität, auch perfekt, wenn man dann mal in Felder geht, um Gegenstände zu farmen oder um Ressourcen zu sammeln, ist dieser Helm wirklich gut geeignet. Also den kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Klar sind diese Empfehlungen, die ich jetzt hier rausspreche,
mehr für Free-to-Play-Spieler gedacht, aber trotzdem. Der Helm ist auf jeden Fall richtig geil. So, diese Teufelsfatze ist jetzt schon der erste Gegenstand, wo ich sagen muss, den müsst ihr jetzt nicht unbedingt schmieden. Ich habe den damals geschmiedet, weil wirklich diese Armeeverteidigung 14,5%, die fand ich schon ziemlich krass. Und damals, wie gesagt, ihr habt es ja auch in meinem Forschungsvideo gesehen, war ich jetzt noch nicht so schlau. Und da habe ich auch gedacht, dass 10,5% Mauer-Dev ganz hilfreich wären. Jetzt natürlich weiß ich, dass meine Mauer eh andauernd kaputt ist und deswegen dieser Slot quasi unbrauchbar ist. Aber diese 14,5% Armeeverteidigung sind eigentlich schon nicht so schlecht, aber muss man jetzt nicht unbedingt schmieden. Ich nutze diesen Helm jetzt hier, diese Teufelsfatze, auch nicht mehr so oft. Also die anderen drei Sachen kann ich wirklich empfehlen, aber die Teufelsfatze, die müsst ihr jetzt wirklich nicht unbedingt schmieden. So, dann kommen wir mal als nächstes zu den Rüstungen. Was haben wir denn da Schönes? Also haben wir als erstes schon mal direkt wieder eine Rüstung von einem Monster. Schauen wir gleich nach, welches Monster das ist. Aber was diese Rüstung bezweckt, sieht man schon direkt auf dem ersten Blick. Wie gesagt, Boost Mauer Dev kann man streichen, ist quasi nicht existent. Und Infanterie Trefferpunkte und Infanterie Angriff kann man aber auf jeden Fall richtig gut gebrauchen. Könnt ihr auch mit dem Helm, den ich vorhin gezeigt habe, gut kombinieren. Dann habt ihr direkt ein Set oder zwei Sachen, die Infanterie ziemlich gut boosten, falls ihr mal auf so ein Dunkelnest, wo nur Fernkampf drin ist, drauf rennt und eure Infanterie geboostet werden muss, sind das auf jeden Fall zwei Sachen, die ich empfehlen kann. Hier diese schmutzige Rüstung und den Helm von gerade. Auch sehr einfach zu schmieden, einfach ein paar Megamaden töten und dann läuft die Sache. Oder wie diese Viecher auch immer heißen, ich habe es ja gerade gezeigt. Auf Gold sogar 5% Infanterieangriff und auf Lila war das jetzt 5% Infanterieangriff und 5,75% Infanterie-Trefferpunkte. Auf jeden Fall sehr brauchbar. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen, dass ihr euch den schmiedet. Ich sage es jetzt hier zum letzten Mal, diese Empfehlungen, die ich hier ausspreche, sind natürlich zum größten Teil nur für Free-to-Play. Wenn jetzt irgendjemand sich die ganze Zeit Sets kauft von den einzelnen Monstern, dann wird der sicherlich auch noch bessere Sachen schmieden können oder bessere Sachen finden. Aber wie gesagt, das sage ich jetzt hier zum letzten Mal. Nicht, dass mir da gleich Leute in den Kommentaren kommen, hier, aber das ist doch viel besser. Es ist wirklich nur für Free-to-Play-Leute jetzt hier gedacht. So, von wem sind denn diese Ausrüstungen? Ich glaube, das ist der Höllenherzog. Ja genau, hier Rüstung des Abgrunds, auch ziemlich geil. Allein schon wegen diesem Armeeangriff. Eine Rüstung, die Armeeangriff boostet. Das heißt, es ist im Prinzip für alle Einheiten sehr gut. Weil dieser Armeeangriff-Boost, der ist echt schon geil. Auch wenn es jetzt hier erstmal nur 1,8% sind. Aber Armeeangriff, das bringt immer richtig viel. Und wenn ihr dann hier mit so einem gemischten Set angreift von Infanterie und Kavallerie zusammen und dann noch der Armeeangriff drauf, also die Rüstung, die gefällt mir richtig. Habe ich leider erst auf Blau, würde ich viel lieber schon längst auf Gold haben, denn die 5% dann jeweils, die sind richtig krass. Also wenn ich das auf Gold habe, dann werde ich das auf jeden Fall mit Juwelen besetzen, denn das werde ich, denke ich, noch sehr, sehr lange gebrauchen. Allein schon wegen dieser 5% Armeeangriff dann. Was ich aber auch noch hier mal eben zwischenwerfen will, was mir wirklich sehr wichtig ist, wenn euch irgendein Ausrüstungsteil einfällt, was mir weiterhelfen könnte, dann schreibt es mir doch einfach mal bitte in die Kommentare. Einfach nur den Namen des Ausrüstungsteils, damit ich mir erstmal angucken kann und vielleicht kann ich mich dann auf der einen oder anderen Gebiet noch um einiges verbessern, denn wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht ein Vollprofi oder so und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da einige Sachen finden, die ich noch schmieden könnte. Denn ja, schon allein was Fernkampf angeht, habe ich auf jeden Fall noch einiges nachzuholen. Aber kommen wir mal direkt zur nächsten Rüstung hier. Odysseus, sieht man schon warum. Also Armeeverteidigung, klar, ist nicht schlecht, aber deswegen schmiedet man das nicht. Man schmiedet es alleine wegen dem Bautempo-Boost. Und auf Gold gibt es dann 5,2%. Man braucht jetzt auch keine seltenen Sachen so dafür. Ich habe es jetzt einfach nicht auf Gold, weil ich mich jetzt erstmal komplett auf die Mondflöten und so konzentriert habe. Ansonsten hätte ich das auch jetzt schnell auf Gold gehabt. Das nächste ist dann natürlich das Kavallerie-Kettenhemd. Das kennt jeder. Ist einfach perfekt für Free-to-Play-Spieler, um das Forschungsausrüstungsset zu boosten. 7% gibt das jetzt hier auf Gold. Habe ich auch auf Gold, wie gesagt. Bei Forschung habe ich mich sehr schnell darauf konzentriert. Die letzte Kategorie, die wir uns jetzt hier angucken, bevor wir zu ein paar seltenen Ausrüstungsgegenständen kommen, sind jetzt hier die Beine. Und da sind direkt als erstes schon mal eine richtig geile Sache, und zwar die Winterstiefel. Die kann ich auch einfach nur jedem empfehlen.
Schon alleine wegen dem 5,5% Fernkampfverteidigung, das ist schon mal eine krasse Hausnummer. Dann habt ihr dazu noch Kavallerieangriff, das heißt, ihr kriegt so gesehen zwei Einheiten geboostet. Und dann nochmal generell Armeeverteidigung, und die sind wirklich einfach zu schmieden. Ist einfach ein gutes Gesamtpaket, und wenn ihr angegriffen werdet und ihr habt viel Kavallerie und viel Fernkampf, ist das auf jeden Fall schon mal ein richtig geiler Boost, und ihr braucht nicht ein seltenes Ausrüstungsteil davon. Ihr müsst einfach einige Schneebestien killen und schon könnt ihr das Ding schon mal mindestens auf Blau ziehen. Also wirklich nur zu empfehlen. Und eigentlich müsste ich hierzu nichts mehr sagen. Ich denke mal, die Greifenschuhe kennt jeder. Habe ich das Glück, die schon auf Grün zu haben, obwohl ich mir keine Greifenkisten oder so gekauft habe. Das liegt daran, dass ich schon viele Level 4 Greifen gekillt habe und schon einige gewöhnliche Kerne dadurch bekommen habe. Es gibt einfach nichts Besseres bei den Schuhen für euer Bautempo-Ausrüstungsset oder Forschungsausrüstungsset. Ihr seht es ja schon, allein auf Grün fast 11% Bautempo ist einfach krass. Da braucht man kein Wort mehr zu verlieren. Die Eisdrachenstiefel kann ich keinem empfehlen. Ich weiß nicht, warum ich die mal geschmiedet habe. Diese Winterstiefel, die ich euch gerade gezeigt habe, sind einfach viel, viel besser. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Also bloß nicht diese Eisdrachenstiefel schmieden, Leute. So, dann haben wir hier robuster Stiefel. Da ist quasi so dasselbe wie der Winterstiefel, nur eine etwas abgespecktere Form. Wobei man das auch nicht direkt sagen kann, denn der Armeeverteidigungsboost ist ungefähr derselbe, wenn man die dann auf Lila hat, aber zusätzlich ist dann halt Fernkampfangriff anstatt Fernkampfverteidigung. Das heißt, es ist wirklich dann mehr wirklich nur für den Angriff als für die Verteidigung. Kann man aber auch schmieden. So, und Seefahrerschuhe muss man jetzt eigentlich auch nicht so viel zu verlieren. Ist einfach auch wirklich nur für das Bautempo gedacht. Kavallerieangriff und Armeekapazität sei mal so dahingestellt, denn die nutze ich nicht beim Angreifen, die nutze ich wirklich nur für mein Bautempo-Ausrüstungsset, und dafür solltet ihr auch wirklich schmieden. So, das soll auch schon der erste Teil hier gewesen sein. Die anderen drei Kategorien kommen dann, wie gesagt, im zweiten Teil. Falls ihr darauf Bock habt, lasst es mich wissen. Jetzt zeige ich euch mal so, was ich so für seltene Ausrüstungsteile bei so ein paar Monstern bekommen habe. Ich habe jetzt insgesamt in den 10 Monaten es auf 2 Kriegerherzen geschafft. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Wie gesagt, Greifenkerne habe ich aber richtig viele in diesen 10 Monaten hier gekriegt. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, ich habe jetzt hier noch 2 grüne Greifenkerne, aber ich hatte ja auch schon die Greifenschuhe auf grün gemacht. Das heißt, da sind ja auch schon mal einige Greifenkerne reingeflossen. Also, was Greifenkerne angeht, habe ich Free-to-Play echt ziemlich Glück gehabt. Da habe ich einiges gekriegt. Bei der Schneebestie habe ich in den 10 Monaten, ist jetzt echt ungelogen, nicht ein einziges Teil bekommen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe nicht einmal diese komische Festglocke bekommen. Die wurde wohl, als ich Lords Mobile installiert habe, nicht mit runtergeladen. So, die Jade-Kugel habe ich 4-mal in diesen ganzen 10 Monaten. Ist auch nicht so schlecht. Das Jägerset, da habt ihr ja gesehen, da habe ich schon einiges geschmiedet. Das kriege ich immer durch das Gilden-Event. Also ich habe nicht das Jägerset gekauft. Bitte hör auf, das in die Kommentare zu schreiben. Ich habe das wirklich Free-to-Play einfach nur durch die Gilden-Events mir zusammengespart. Deswegen habe ich es auch nur auf gewöhnlich. Aber das ist jetzt richtig krass. Guckt euch mal an, was ich schon alles für der Terradorn-Saat habe. Da werde ich demnächst auf jeden Fall ein paar Sachen schmieden. Ich bin mir halt nur noch nicht einig, was. Aber ich habe sogar eine blaue Terradorn-Saat. Finde ich richtig krass. Abschließend zeigen wir jetzt hier nochmal die Gargantua-Augen. Wie gesagt, der zweite Teil kommt dann, je nachdem, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Ich will euch hier auch nicht mit Ausrüstungen zuspammen. Ich hoffe, es war die ein oder andere Ausrüstung für euch dabei. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und haut da rein.